Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Aniluna, ich grüße dich. Deine Frage ist, was ist los mit ihm? Und das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte hier zeigt seinen Gefühlen. Sein Gefühl sagt, setze etwas in Bewegung. In eine bestimmte Richtung, was dich auch begeistert. Das ist immerhin Begeisterung dabei und Leidenschaft dabei. Sein Problem ist aber, dass er in andere Richtung schaut und das beschreibt seine Vergangenheit. Seine Vergangenheit, seine Erinnerungen, auch seine Kindheitserinnerungen bremsen ihn an dieser Bewegung und er ist damit emotional behaftet. Worüber macht er Gedanken? Das zeigen hier die Münzen. Natürlich stehen die Münzen in Verbindung zum Finanzen, indirekt zu seiner beruflichen Situation. Diesbezüglich macht er auch Gedanken. Aber die Münzen symbolisieren auch die Werte, auch die Wertschätzung, auch die Selbstwertgefühl und damit stoßt er an seinen eigenen Grenzen. Kann auch bedeuten, dass die Finanzen halten ihn noch in seiner Beziehung gefangen. Worüber möchte er sprechen? Das zeigt hier dieses Bild und die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Er will über Gefühle sprechen. Über seinen Gefühlen, über deinen Gefühlen, über euren Liebe. Aber stoßt da auch in seinen eigenen Grenzen. Er bringt das nicht über seine Lippen, über seinen eigenen Gefühlen zum Sprechen. Liebt er dich? Ja, du bist die Einzige. Und schau mal diesen Stab an. Das symbolisiert die Feuerelement. Das ist schon seine Begeisterung, aber auch seine Leidenschaft und Herzenswärme. Und im Hintergrund das Wasser, die Gefühle. Was wird er tun? Was kannst du von ihm erwarten? Bei ihm kommen die Umbrüche und Veränderungen. Und er wird bald diese Entscheidungen treffen. Was bringt ihm Glück? Das zeigt die Kelchen. Und die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und du gibst deine Liebe. Er schaut weg. Warum? Weil er Angst hat. Er schaut in Vergangenheit. Er hält wegen die Finanzen etwas fest. Und aus diesem Grund nimmt er das nicht an. Das ist aber nur die Frage der Zeit. Immerhin, dieser Kelch erscheint auch im Bild. Also das ändert sich und das bringt ihm auch Glück. Was ist seine Lernaufgabe? Das zeigt hier diese Königin als Symbol. Und das bedeutet, klärenden Gesprächen führen. Etwas klären in sein Leben. Klarheit und Ordnung. Das ist seine Lernaufgabe. Ändert sich in die Situation etwas? Ja, und damit kannst du schon im August, spätestens bis September rechnen, dass er einiges in Bewegung setzt, ganz mutig und zielbewusst. Was ist sein Traum? All das, woran er glaubt, das kann natürlich auch religiösen Themen auch sein. Aber hier will er sein Glaube befestigen. Glauben an sich selbst, Glauben an dir, Glauben an die Liebe, natürlich auch Glauben an Gott.
Was gibt ihm die inneren Kraft? Das zeigt dieses Bild. Das ist sicherlich nicht kraftvoll, aber was vermittelt dieses Bild? Das Aufhören, aufhören, diese Kopfkino, Kopfzerbrechen und dafür sorgen, dass er ruhigen Schlaf hat. Und wenn er diese Ruhe bewahrt, dann verspürt er seine innere Kraft. In Ruhe liegt die Kraft. Liebe Aniluna, so könnte ich ihn beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.